Hallihallo, meine Lieben, hier ist wieder Shari von Sternenkraft mit einer neuen Botschaft von Anathia für euch. Und bevor es gleich losgeht mit dieser Botschaft, ich will auch gar nicht allzu viel reden, möchte ich mich noch bei allen bedanken, die mir Fragen geschickt haben an Anathia. Ich persönlich finde das super, weil ich mir dann gar nicht so groß überlegen muss, welche Themen das nächste Video hat und so weiter. Und an alle, die mir jetzt Fragen geschickt haben, es gibt auch bald wieder ein Video, wo ich eure Fragen beantworte. Und an all diejenigen, die mir Fragen an Anathia zuschicken wollen, einfach an scha@sternenkraft.at, scha@sternenkraft.at, eure Fragen schicken. Ich weiß nämlich nicht, ob ich sie in den Kommentaren immer sehe, also manche sehe ich dann schon, aber irgendwie zeigt mir YouTube nicht alle Kommentare an. Also ich sehe die dann manchmal in meinem Newsfeed, aber dann unter dem Video sind sie auf einmal wieder verschwunden, obwohl ich sie nicht gelöscht habe. Ist mir ein Rätsel, warum das passiert, aber das geht jetzt schon seit ein paar Monaten so. Und ja, deswegen am besten, wenn ihr Fragen habt, die direkt an mich per Mail schicken. Ja, und wenn euch das Video gefällt, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben und ein nettes Kommentar hier. Darüber freue ich mich sehr und die meisten Kommentare werden ja zum Glück angezeigt und ihr helft damit auch mit, dass die Videos höher gerankt werden. Und jetzt viel Freude mit der Botschaft. Meine Lieben, ich, Anathia, grüße euch über diesen Weg. Ich komme heute, um euch an etwas zu erinnern. Etwas, das ihr zwar schon wisst, aber immer noch in vielen Situationen vergesst und das so unendlich wichtig ist in dieser Zeit des großen Wandels, um die Dinge zu beschleunigen und unnötiges Leid zu verhindern. Hierfür möchte ich euch zu einem kleinen Gedankenspiel einladen. Und zwar, stellt euch vor, es gäbe ein Wesen auf Erden, welches allein dadurch, dass es an etwas glaubt und seine Aufmerksamkeit darauf richtet, dies sofort manifestieren könnte. Was würde die Menschheit tun? Natürlich würden sie alles versuchen, um die Fähigkeiten jenes Wesens für ihre eigenen Zwecke zu nutzen. Doch da dieses Wesen auch an das, was es erschafft, glauben und seine Aufmerksamkeit darauf lenken muss, kann man es nicht mit Gewalt dazu zwingen. Denn dieses Wesen ist mächtig und man kann ein derart mächtiges Wesen nicht dazu zwingen, etwas zu glauben, was es nicht glauben möchte. So muss sich also der Mensch etwas einfallen lassen, denn hier kann er nur mit List und Tücke arbeiten. Damit jene Wesen sich überhaupt dem Menschen zuwenden, muss der Mensch sie glauben lassen, sie seien von ihm abhängig. So könnte der Mensch heimlich den Lebensraum jener Wesen zerstören und ihnen dann großzügig Schutz anbieten. Sie könnten ihnen erzählen, ein mächtiger Gott hätte jene Zerstörung veranlasst, da er erzürnt auf jene Wesen wäre, denn sie hätten irgendeine Schuld auf sich geladen. Doch der Mensch hätte Kontakt zu jenem Gott und könne den Wesen eine Lebensweise lehren, welche jenen Gott besänftigen würde. Danach wäre es notwendig, jenen Wesen ein neues Glaubensbild zu vermitteln, welches den Wünschen der Menschen entspricht. Man müsse nur jene Wesen dazu bringen, sich dasselbe zu wünschen wie der Mensch, und schon würden sich die Wünsche der Menschen manifestieren. Im Grunde genommen müssten die Menschen also bewerkstelligen, dass jene Wesen ihnen ähneln und niemals erfahren, dass sie in Wahrheit vollkommen anders denken und fühlen und in ihrem wahren Denken und Fühlen unendlich mächtiger sind. Der Plan ist zwar langwierig, aber Generation um Generation werden jene Wesen ihre wahre Herkunft vergessen und die wenigen, die drohen sich zu erinnern, können im Namen Gottes getötet werden. Ja, sogar ihre eigene Familie wird dies dann verstehen und gutheißen. Meine Lieben, was, wenn ich euch sage, dass es sich genauso auf Erden zugetragen hat? Nur, dass ihr diese Wesen seid und die Menschen in meiner Geschichte Wesenheiten sind, die für das physische Auge unsichtbar, gleich Puppenspielern, die Geschicke auf der Erde lenken. Denn, meine Lieben, ihr seid mächtige Schöpferwesen. Und nicht alle Bewohner des Universums sind derart mächtig wie ihr. Dies liegt an der Beschaffenheit der menschlichen Körper an sich, die heilige Dreifaltigkeit von Körper, Geist und Seele. Wisst ihr, was das wirklich bedeutet?
Es bedeutet, dass der menschliche Körper auf eine Art und Weise geschaffen wurde, dass er das gleiche Potenzial an physischer, emotionaler und mentaler Energie halten und auszudrücken vermag. Nur so kann die wahre Kraft des Geistes, der eins ist mit der Kraft der göttlichen Quelle, sich auch auf der physischen Welt verwirklichen. Es gibt viele Geschöpfe, auch in den physischen Universen. Doch nicht alle Körper wurden so geschaffen, dass dies möglich ist. Ich möchte euch hier ein Beispiel nennen. Diejenigen, die ihr als Reptiloide bezeichnet, haben einen Körper, der ein größeres mentales Potenzial halten und auszudrücken vermag. Doch ihre Emotionalkörper sind im Vergleich zu den Menschen eher armselig. So können sie zwar Kraft ihrer Gedanken Dinge bewerkstelligen, welche euch heute noch wie Magie erscheinen mögen. Doch für ein größeres Manifestationspotenzial fehlt ihnen die emotionale Kraft. Auch wenn ihre Seelen diese ebenso besitzen, so sind ihre Körper nicht fähig, diese innerhalb ihrer Inkarnation auszuleben. Nun mögt ihr sagen, dass auch ihr dies nicht beherrscht, aber ich sage euch, ihr könntet es und unbewusst tut ihr es die ganze Zeit. Denn ihr seid jene Wesen, die gelenkt werden. Ihr seid die Wesen, denen erzählt wurde, sie seien arme Sünder und denen eine illusorische Welt vorgesetzt wurde, die nicht eurem natürlichen Lebensraum entspricht und die Wünsche und Glaubensvorstellungen in euch erzeugten, welche nicht eure wahre Natur widerspiegeln. Ihr seid, so könnte man sagen, gelenkte Götter, welche seit unzähligen Jahren dazu benutzt werden, um etwas zu schaffen, was nicht euren, sondern den Wünschen anderer Wesenheiten entspricht. Die wahre Natur des Menschen ist äußerst friedlich. Die wahren Wünsche des Menschen sind Liebe, Frieden und Wohlstand für alle. Ihr seid gesellige, mitfühlende und warmherzige Wesen. Doch möchte man euch glauben lassen, der Mensch sei berechnend und grausam in seiner Natur. Und dies würde sich auch niemals ändern. Doch dies entspricht nicht der Wahrheit. Denn berechnend und grausam wird der Mensch nur dann, wenn er seiner wahren Natur entrissen wird. Euer Geist ist heute noch genauso stark wie einst, bevor ihr vergessen habt, wer ihr wirklich seid. Doch wird euer Geist dazu benutzt, um eine Welt zu erschaffen, welche nicht eurer wahren Natur entspricht. Wisst ihr, was alleine geschieht, wenn eine Gruppe von Menschen einen Film sieht, in dem Gewalt zu sehen ist? Der Geist jener Gruppe erschafft Gewalt auf dieser Welt. Und durch die Nachrichten wird euch daraufhin bestätigt, dass Gewalt Realität ist. Ihr glaubt an Gewalt und erschafft sie in einem schon viel zu lange andauernden Kreislauf. Bevor es Fernsehen gab, gab es andere Möglichkeiten, den Menschen mit Bildern der Gewalt zu füttern, damit er stets neue Gewalt erschafft. Gladiatoren, Ritterspiele, öffentliche Hinrichtungen oder Theaterinszenierungen, um nur einige zu nennen. Über die Freizeitbeschäftigungen wurde euer Fokus auf Gewalt gelenkt. Erschaffen durch euren Geist begegnen euch Gewalt, Mangel, Leid und Kummer, was euch wiederum darin bestätigt, dass die Welt nun einmal so ist, wie sie ist. Natürlich ist dies den meisten von euch bewusst, aber noch viel zu oft vergesst ihr dies. Wenn ihr zum Beispiel eine Nachricht erhält, sei es eine gechannelte Botschaft oder Informationen von angeblichen Whistleblowern, welche beinhaltet, dass der Aufstieg der Menschheit verhindert werden kann, so fragt ihr euch oft, ist das wahr? Ist es wirklich so, dass der Sieg des Lichts noch nicht feststeht? Dann werdet ihr unsicher, wütend oder gar verzweifelt, doch in Wahrheit ist alles, was ihr tun müsstet, nicht daran zu glauben. Je mehr Menschen daran glauben, dass das Licht längst gesiegt hat und nach den Regeln ihres Herzens leben, umso schneller kann sich jener Sieg des Lichts manifestieren. Erkenne also, dass dein Geist Licht ist und somit das Mächtigste, was existiert. Glaube an den Sieg des Lichts. Glaube daran, dass für dich und für deine Liebsten in der Zeit des Übergangs gesorgt ist. Glaube daran, dass die wahre Natur des Menschen Liebe und Mitgefühl ist und dass all jene, die nicht danach handeln, in ihrer wahren Natur zerrissen sind, dir aber nichts anhaben können. Es ist nicht wichtig zu wissen, ob Putin zum Beispiel der Licht- oder der Dunkelseite angehört. Es ist nicht wichtig, von wo oder wem und ob überhaupt eine Rettung von außen zu erwarten ist.
Das Einzige, was zählt, ist, dass du unerschütterlich an deinem Glauben, dass das Licht stärker ist als alles andere, festhältst und nach diesem Glauben lebst. Denn so erlangst du deine wahre Schöpferkraft zurück. In diesen Tagen erreichen euch die unterschiedlichsten Nachrichten aus den verschiedensten Quellen. Ja, selbst Quellen, denen du vertraust, können das eine oder andere Mal von einer Falschinformation unterwandert worden sein. Denn ihr alle seid Suchende. Doch mach dich nicht von äußeren Quellen abhängig, um Bestätigung für deinen Glauben zu bekommen. Du bist der Schöpfer. Du entscheidest, an was du glaubst, und dein Leben wird dir dies auch widerspiegeln. Schon oft habe ich über die Macht des Glaubens zu euch gesprochen, doch ich werde nicht müde, euch stetig weiter daran zu erinnern, damit euch wirklich bewusst ist, dass dies die größte Waffe gegen die Dunkelkräfte ist, welche ihr besitzt. Also, setzt sie ein, ihr Lieben, und werdet wieder zu den Göttern, die ihr seid. Denn jene, die euch lenken, haben euch nichts entgegenzubringen, wenn ihr erst einmal zu eurer vollen Größe erwacht seid. Dann, wenn eure Macht wieder von euren Herzen und nicht von äußeren Kräften gelenkt wird. In Liebe, Anathea.